Alex, du bist auch verletzt gewesen, bist dann nach deiner Rückkehr gleich wieder mit muskulären Problemen auch ausgefallen. Wie bist du mit der Situation umgegangen? Bist du da auch eher ein geduldiger Mensch oder bist du da sehr ungeduldig gewesen? Also, geduldig würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich würde eher sagen, ich bin ein sehr aktiver Mensch und wollte wieder unbedingt auf dem Platz stehen. Aber ich musste mir natürlich trotzdem die Zeit nehmen, um in guter Fassung wieder auf dem Platz zu sein. Aus dem Grund habe ich mich wieder zurückgekämpft auf dem Platz mit einigen Wehwehchen am Anfang. Aber jetzt sollte alles wieder bergauf gehen. Jetzt konntet ihr wegen der großen Corona- und Grippewelle euer Heimspiel gegen die Amateure des FC Bayern nicht spielen. Wie sehr bringt einen das aus dem Rhythmus oder tangiert euch das eher gar nicht? Nein, an sich denke ich für uns überhaupt kein Problem, weil wir trotzdem sehr heiß auf das Spiel sind. Jetzt habt ihr letzte Woche auch in Augsburg euren ersten Auswärtsdreier geholt in dieser Saison. Knoten geplatzt und ist es ein gutes Omen für das Auswärtsspiel jetzt morgen in Illertissen? Wir haben uns riesig gefreut, dass endlich auch auswärts die 3 Punkte eingesackt wurden. Aus dem Grund fahren wir auch nach Illertissen mit einem sehr gutes Gefühl und weiter, einfach weitere Auswärtspunkte zu holen.